Tag 24. Heute wird ordentlich abgassiert. Ich hab's im Gefühl. Und zwar wieder am Fluss der Veränderung. Da will ich gleich mal landen. Ja, Flügelpigment brauche ich. Wer braucht sie nicht? Fluss der Veränderung zum vierten Mal? Bin ich jetzt wirklich zum vierten Mal hier? Meine Fresse. So vergehen die Tage. Also wenn jetzt noch ein großes Gebiet im Pigment existiert, dann... aber ich muss ja in die alten Gebiete auch mal wieder zurück. Ach, das ist alles nicht so einfach. 20 Flügel Pigment. Rest rot. Okay. Dann auch noch auftrennen. Nach Erstrufen, dann auftrennen. Auftrennen. So. Ich brauche einen weiteren Anführer. Und brauche erstmal nur die Flügel Pigment, die sich toll neben die roten platziert haben. Ah, okay. Hat funktioniert. Und rein in die Suppe. Da gibt es auch noch eine Information für uns. Sehr schön. Sein Schwachrüstung ist der Kopf. Greif ihn an, sobald er auftaucht. Ja, ich weiß, da wird uns schon wieder gewarnt. Und ist auch noch ein Vieh. Wird uns gewarnt vor dem großen Vogel, den ich noch auseinandernehmen möchte. Hi, gut, ich würde sagen, ernten wir erstmal das ab, bevor wir die Trauben abernten. Doch die Trauben? Ah, es kommt doch alles wieder. So. Wir helfen mal das Ding hier einreißen. Können die Pflanzen auch verprügeln. Hey, da sind Zähne dran. Bleib doch mal hier, da können wir nochmal einen nutzen. So, erst alles kaputt reißen. Da werden die Weintrauben abtransportiert. Sehr schön. So. Da noch eine hin. Da noch eine hin. Nein, die sollte nicht die Frucht einer sammeln. Mann. Na gut, nehmen wir halt den da. Oder die, die da alle kommen. Der kann auch die Frucht einsammeln. So. Hier dahin und die restlichen fangen wir unterwegs ab. Da haben wir schon wieder eine Aufgabe erledigt. Ist doch wunderbar. Na, bleibst du hier, kleine Fruchtfliege? Wenn ich die jetzt abpfeife, lassen die das voll ins Wasser fallen. Ich habe natürlich keine Lust drauf. Anführer 68. Ach, da ist der Rest. Gut. 99. Habe ich eine liegen lassen? Habe ich einen Pigment liegen lassen irgendwo? Na, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Nee. Hä? Wo ist der Typ hin? Ach, das ist schon wieder nervig. Aber ich sehe gerade noch eine Frucht abgebildet. Das Pigment holen wir später. Und zwar hier oben. Und die holen wir uns von da aus. Ist doch alles recht ergiebig hier. Los, Beeilung, ich muss dann kämpfen. Ich finde das Zeitlimit bei Pigment momentan ein bisschen eng gestrickt. Man hat nicht wirklich so die Freiheit zum Erkunden dadurch. So, mehr Flügelpigment bitte. Die müssen das Zeug mal rausziehen für mich. Und dann geht der Kampf los. Jetzt haben wir schon wieder ein Viertel des Tages erreicht und ich bin noch keinen wirklichen Schritt vorangekommen. Das meine ich mit Zeitverlust. Man kann zwar mit den drei Anführern dual was machen. Oder trial. aber wie gesagt, in meisten Fällen braucht man das nicht wirklich oder kann es nicht wirklich kontrollieren. Cool wäre natürlich ein Multiplayer-Modus, wo man praktisch dementsprechend viele kontrollieren könnte. Also dass jeder einen Anführer spielt. So, ich schicke jetzt mal 10 rote Lieder nach Hause, also Flügelpigment, und nimm mal 10 rote mehr mit. Zum aktiv kämpfen. So, ich würde gerne mal auf die Brittany wechseln. Wie ging das nochmal?
Ach, ja, genau. Und die hat doch das letzte Flügelpigment, das kann sie gleich mal nach Hause bringen. Ach, ich wünschte, ihr könnt den automatischen Befehl erteilen, dass die automatisch loslaufen zur Basis mit den Pigment, die sie haben, die Anführer. Das wäre natürlich extrem praktisch, eine Taste. So, jetzt haben wir den Großteil der Armee. Spalten den mal auf. Ich brauche nur den Alp und die Brittany. Der Colonel bleibt wie immer zu Hause. Und wenn irgendwas ist, wird er dann schon helfen. Denn jetzt wird ordentlich gefightet. Hoffe ich zumindest mal. Kann auch sein, dass ich wieder voll aufs Maul kriege. Hey, das ist mein Taxi. Verdammt. Ich habe immer noch so ein bisschen Panik, das große Vogelfieh zu bekämpfen oder gegen Rekting das Ding anzutreten. Das ist nämlich kein Zuckerschlecken. Ich weiß es, wie gesagt, noch aus den ersten Pigmen. Hä? Moment mal. Ach doch, da ist eine Aufsprungsstelle. Ich habe gedacht, ich werde da nur mit den Flügelpigmen kämpfen. Das wäre ja schöner Shit. Und rüber da, Leute. So, ich brauche erstmal nur Rot. Ey, das wird eine harte Nummer. Obwohl, muss ich die eigentlich? Ich kann auch zwei rauslocken und dann kämpfen, oder? Na, komm schon. Na, vielleicht mal so reinlocken. Nicht alle, nicht alle. So, zwei reichen nämlich zum Kämpfen. Nein, nicht wieder zurückkommen. Zurückkommen, Leute, zurückkommen. Okay, was soll's. Lass das Metzel beginnen, ich sehe da eh nicht durch gerade. Taktisch ist was anderes. Zwei Pigmen hat's erwischt. Aber bevor ihr den großen Leichenschmaus macht, Jungs, ich brauche euch vielleicht noch für einen Kampf. Okay, drei sind schon weg. Nein. Erwisch die Spinne, nein, erwisch die Spinne, erwisch die Spinne. Ich treffe nicht. Scheiß Kamera, ich treffe echt nicht. Könnt ihr mal diese dämliche Spinne zerprügeln? Alter. Wie viel Leben hat mich denn das jetzt gekostet? Also wie viel Pigmen? 20? Oh, Alter, das gibt's doch nicht. Die sind auch zu blöd, um das wegzutragen. Ach. Na gut. Was soll's? Pigmen sind zum Opfern da. Ich mache meinen Eindruck. So, was könnt ihr? Öffnet ihr mir Schönes hier? Scherben! Na bitte! Das ist doch was Feines. Na, ich brauche aber trotzdem nochmal. Ein paar Flügelchen Pigmen brauche ich noch. Die soll mir nämlich mal die Spinne nach Hause tragen. Wie viel brauchen sie da? Ah, reicht. Sehr gut. So, und der Rest? Der kann von mir aus jetzt... Ah nee, die brauchen ja wieder die Scherben. Ach, alles nicht so einfach. Also Flügelpigment Scherben. Rot übernimmt das, um die eigenen Verluste auszugleichen. Ein Zeug, warum habe ich durch die Spinne so viel verloren? Ich habe die einfach in Freudestrahlen reingeklatscht, aber nicht wirklich getroffen. So, den Alp überlasse ich mal die Restaufräumarbeiten hier. Ich versuche gleichzeitig noch ein bisschen was von der Pflanze da oben mitzukriegen. Na, ich treffe wieder nicht. Damit wir was von dieser Super-Hyper-Motivationsdroge kriegen. Die Pigment so lieben. So, das ist der Colonel, den wollen wir jetzt auch nicht. Genau, den Alp. So, die haben jetzt alles eingesammelt. Na Jungs, ihr könnt ruhig mitkommen. Okay. Jetzt werden wir mal gucken,
wie viel wir noch im Felde haben. Ach, das war wieder sinnlos. Die muss natürlich jetzt jeden einsammeln, der unterwegs hier entgegenkommt. Den wir ansonsten verlieren könnten. Und die manchmal so rumstehen, die bremsen einfach ab und bleiben stehen an manchen Stellen. Nutzlose Pikmin. So, euch brauche ich jetzt wieder. Den Körner auch. Nee, den Körner brauche ich eigentlich nicht. Nee, jetzt habe ich wieder im Feld 100. Ach, sind wieder so viele gewachsen. Ach, verdammt. Diese Verluste. So, und er macht jetzt hier den Rest. Ach, eine Steinmauer. Ich brauche Bomben? Wo gibt's denn hier Bomben? Eine fette Birne. Oh, die sieht richtig lecker aus. Ich schätze mal, wir müssen uns dann mal angucken, wie die Schalen den Weg gemauert haben, ob uns das irgendwas bringt. Kommt, zieht dran. Ach, nur Gegner. Na gut, warum nicht? Ich hab gedacht, da kommt irgendwas Schönes raus. Und was kommt raus? Gegner! Es ist wieder so ein Tag, wo man noch genug Zeit hätte. Aber es lohnt sich nicht mehr, irgendwas Neues anzufangen von der Zeit her. Dafür ist es dann wieder zu knapp. Ist alles ein bisschen ungünstig getimt hier. Aber ich denke mal, ich werde den Tag jetzt trotzdem gleich beenden und dann in den Endfight reingehen. Gegen diese Riesenkrähe. Alle rein. 7. Fehlen mir jetzt sogar ein paar. Oder sind die langsamer als ich gewesen, die schweben? Ja, sie sind langsamer als ich. Sind aber trotzdem nur 3. Kommt jetzt wieder Jagd nach dem verlorenen Pikmin? Na. Komm her. Ja, es kommt wieder Jagd nach dem verlorenen Pikmin. Irgendwo muss noch einer sein, den ich jetzt nicht gesehen habe. Alle mal hier bleiben. Ich suche jetzt noch das Pikmin und nach beende ich den Tag. Und morgen kommt dann der riesengroße Vogelfight dran, also am nächsten Tag, am Tag 25. Vor dem ich jetzt schon ein bisschen Panik habe, weil ich weiß, wie hartnäckig dieses Mistvieh ist. Natürlich können sie jetzt den Schwierigkeitsgrad geändert haben nach der Zeit, aber ja, glaube ich nicht. Wo ist das letzte Pikmin? Wo bist du hin? Ich hab's gefunden. Sehr gut. So, und Tag beenden. Ja. Der Tag ging natürlich jetzt ein bisschen schneller rum, weil ich jetzt gleich beendet habe. Aber es soll ja nicht zum Schaden sein. Ich möchte ja weiterkommen in dem Spiel. Und wenn ich den Vogel praktisch killen möchte, muss ich motiviert rangehen. Und noch bin ich motiviert. Überspringen, genau. Ich werde natürlich jetzt gleich wieder vollgemeckert, dass es keine Früchte gab. Ah nee, doch, ich habe ja heute die Weintrauben eingesammelt. Genau, also gab es da Früchte. So, ab in Space. Da fühlt man sich wohl. Da passiert ja nichts. Sogar 2 Früchte. Nachtkugelschwarm. Zack. Was, nur so wenig? Ach nee, klar, das wird ja immer nur ein Getränkebecher voll gemacht. Ich sag, aus so einer Weintraubenstau, da kann man schon ein bisschen Saft rauspressen. Obwohl es noch nicht ganz für einen ganzen Drink gereicht hat, scheinbar. Treibhausfrucht. Die berühmte Treibhausfrucht natürlich. Ha. Ja, klar. Das Ding macht wieder fast alles voll. Aber eine Weintraubenstaude, da geht nichts. Und sogar noch mehr. Also auf in den nächsten Tag, Tag 25, und dann wird gekämpft. Sogar mehr als heute, und ich hoffe auch verlustreicher als heute. Aber ich glaub's nicht wirklich. Also, bis später. Ciao.